alle drumherum arbeiten so viel dafür, dass wir uns bestmöglich da irgendwie zeigen und entwickeln können. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Frauenfußballmagazin im Rabenloh. Ja, neuer Name im Vergleich zu unserer Premierensendung, aber den alten Namen einfach vergessen. Wichtig ist ja nicht, was auf der Verpackung steht, sondern was drin ist. Und da haben wir gleich noch Neuzugang Marie Grote zu Gast, starten aber heute mit unserer zweiten Mannschaft. 4 Spiele, 4 Siege, 43:0 Tore. Das ist die eindrucksvolle Bilanz im Monat September. Und hier haben wir ein paar der schönsten Treffer. Die Truppe von Trainer Ingo Kuhl marschiert weiter durch die Kreisliga und führt die Tabelle souverän an. Wir wollen jetzt auch mal einen Blick drauf werfen. 21 Punkte, 76:1 Tore. Punktemäßig kann da nur Söldeholz noch Schritt halten. In dieser einfachen Hinrunde geht es ja zunächst darum, sich für die Kreisliga A zu qualifizieren, die in der Rückrunde dann den Aufstieg ausspielt. Dazu berechtigen die ersten 8 Plätze. Und wenn wir jetzt mal schauen, der Vorsprung auf Platz 9 beträgt bereits 14 Punkte. Die Quali dürfte also nur noch Formsache sein. Von den einen Tabellenführerinnen zu den anderen. Denn auch unsere Bezirksligamannschaft genießt den Platz ganz oben an der Sonne. Grundlage dafür ein Monat voller Siege, unter anderem gegen Vorjahres-Vizemeister Eichlinghofen und am Wochenende gegen den bis dahin auch verlustpunktfreien Mitaufsteiger Lohhauser Holz. Bevor wir darüber gleich mit Marie Grote sprechen, auch hier ein paar der schönsten Treffer der vergangenen Wochen. Und jetzt darf ich Marie Grote bei mir begrüßen. Hallo Marie. Hi. Wir haben es gerade noch gesehen. Sonntag, Topspiel gegen Lohhauser Holz. 72 Minuten in Unterzahl, hitzige Atmosphäre. Marina hat gesagt, das sind Spiele, für die man Fußball spielt. Jetzt hast du auch noch beim 4:0 3 Tore erzielt, einen Assist gegeben zum 4. Treffer. Wie viel Spaß hat dir dieses Spiel bereitet? Ja, total viel Spaß auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind eigentlich super gut reingestartet. Ich glaube, nach 12 Minuten 2:0 geführt, eigentlich optimal. Ja, und dann durch die rote Karte ein relativ früher Wendepunkt. Ich glaube, der Gegner hat so ein bisschen seine Chance gewittert, wollte wahrscheinlich noch mal rankommen. Viele Zuschauer da, die das irgendwie, ja, oder die zum größten Teil wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf unserer Seite standen. Und dann war es, glaube ich, ein Kampfspiel, was wir aber gut angenommen haben. Unsere Bank war total laut, alle Auswechselspieler, die Trainer, alle schwarz-gelben Zuschauer waren total hinter uns.
Und klar macht es dann total Spaß, sich reinzuwerfen, Zweikämpfe zu führen und dann souverän zu gewinnen, sogar noch 2 Tore mehr zu machen. Super gut. Schauen wir mal auf die Tabelle. Die sieht wirklich blitzsauber aus. 5 Siege, 15 Punkte, 25-0 Tore. Aber welche Aussagekraft hat die Tabelle nach 5 Spieltagen bereits und nach den bisherigen Gegnern? Ja, keine große wahrscheinlich. Also insofern Aussagekraft, dass sie uns zeigt, dass wir gut gestartet sind, dass wir eigentlich zumindest von den Ergebnissen her nicht viel hätten besser machen können. Aber im Endeffekt, ja, es ist egal, wie so eine Tabelle nach dem 1., 3. oder 5. Spieltag ist. Das, was Aussagekraft hat, ist halt das, was am letzten Spieltag passiert. Von daher, klar sind wir froh, dass wir jetzt da sind, aber ja, im Endeffekt können wir uns in einem halben Jahr oder so nochmal treffen und nochmal eine Tabelle angucken. Das bringt mehr, glaube ich. Hoffen wir, dass wir dann auch noch da stehen, wo wir jetzt stehen. Kommen wir mal zu dir persönlich. Du hast DFB-Pokal gespielt gegen VfL Wolfsburg, hast mit Berghofen in der 2. Bundesliga gespielt, bist mit 25 Jahren eigentlich noch im besten Fußballerinnenalter. Warum jetzt der Wechsel zu Borussia Dortmund, damit verbunden auch so der Wechsel in eine niederklassigere Liga, in die Bezirksliga? Ja, also im Endeffekt kam der Kontakt über einen Thomas Olewski, also über einen Cheftrainer, zustande. Unter dem habe ich ja in Berghofen schon gespielt. Das heißt, wir kennen uns ziemlich gut eigentlich. Da ist der Kontakt auch nie so ganz abgebrochen. Und er kam dann irgendwie auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Klar, das ist vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen Rückschritt vom Sportlichen betrachtet oder von der Ligenzugehörigkeit her. Aber ich glaube, ja, der Verein bringt so viel mit. Das ist so ein großer Name. Und auch alles, was sich jetzt so bestätigt hat eigentlich in den ersten Wochen und Monaten, was da alles gemacht wird, dass wir als Frauenmannschaft erfolgreich sein können, welche Bedingungen einfach geschaffen werden, wie wir trainieren können, wie wir ausgestattet werden, dass wir ins Trainingslager fliegen. Also alle drumherum arbeiten so viel dafür, dass wir uns bestmöglich da irgendwie zeigen und entwickeln können. Und das ist einfach cool. Und da dann so ein Puzzleteil zu sein, dass ja, dieses große Ganze irgendwie Erfolg hat und möglichst in eine gute Richtung sich entwickelt. Ja, das macht Spaß, das ist reizvoll. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden. Ist noch nicht bereut. Und von daher bin ich ganz froh, dass ich da bin. Puzzleteil ist ein schönes Stichwort. Ich glaube tatsächlich, dass du ein sehr, sehr wichtiges Puzzleteil im Sportlichen bist. Du spielst bei uns im zentralen Mittelfeld. Statistik spricht aktuell für dich in den Pflichtspielen. 4 Tore, 7 Torvorlagen, die meisten Assists im Team, Topscorerin. Unabhängig jetzt von den Zahlen, wie siehst du denn deine Rolle in dem Team? Mit deiner Erfahrung, die du schon hast? Ja, also unabhängig von den Zahlen ist gut, weil bis vor ein paar Minuten wusste ich nicht, dass ich die mit den meisten Scorerpunkten bin. Aber klar, ist erstmal schön, wenn das so funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir eingestehen, nicht mehr zu den allerjüngsten Spielerinnen zu gehören, die in dieser Mannschaft so rumlaufen. Und klar, wenn es irgendwie meine Rolle sein kann, das, was ich irgendwo schon erlebt habe, wo ich schon gespielt habe, mit einbringen zu können, ist natürlich gut. Ich glaube, von der Position her, wie du schon sagst, ist das in der Mitte wichtig, dass man das Spiel irgendwie lenken kann in die eine oder in die andere Richtung, dass man die anderen gut im Blick hat und auch den Gegner. Und klar, da will ich mich möglichst gut mit einbringen, will Verantwortung übernehmen. Aber ja, wenn ich am Ende sagen kann, ich habe da alles reingehauen, was ich irgendwie hatte, und alle anderen machen das auch, dann sollte es, glaube ich, soweit stimmen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dabei wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg, alles weiter reinzuhauen. Vor allem jetzt in den kommenden Wochen, da stehen, sag ich mal, so die Dortmunder Derby-Wochen an. Zunächst am Sonntag gegen Eintracht Dorstfeld, 15 Uhr, BVB Evonik Fußballakademie. Kommt gerne vorbei. Und dann eine Woche später beim Wambeler SV. Sind übrigens die beiden Mannschaften, die wir auch im vergangenen Jahr geschlagen haben, auf dem Weg zum Kreispokalsieg. Wiederholung ausdrücklich erwünscht. Beste Voraussetzung. Das war's jetzt wirklich, Marie. Vielen, vielen Dank. Gerne. Bleibt gesund. Her, BVB.